Hallo zusammen und schon wieder eine Frage, die ich beantworten möchte. Wie bekommt man es hin, dass man in seinem Spiel ein Fadenkreuz mit der Maus steuern kann? Wir stellen uns einfach vor, dass diese Szene hier, die ich kurz zusammen gebastelt habe, unser fertiges Spiel wäre. Das ist die Szene Game und wir brauchen eine weitere Szene, auf der sich das Fadenkreuz, das Crosshair befinden wird. Über Plus und New legen wir eine neue Szene an. Die nennen wir auch direkt Crosshair. Wichtig ist, dass ihr von Blender Render wieder auf Blender Game umstellt. In der Szene selber ist wie immer, wenn man die neu anlegt, keine Kamera. Deswegen fügen wir die ein. Und dann einmal in die orthografische Sicht. Die richten wir jetzt ein bisschen aus, dass die genau nach unten guckt. Die Kamera und noch ein bisschen höher. Die soll nämlich genau auf die Plane, die wir jetzt einfügen, drauf schauen. So. Okay, die Plane soll das komplette Bild bedecken, das tut die jetzt auch hier. Dann vergibt dir der Plane schon mal ein Material und das Material dann ruhig ein bisschen dunkler einstellen, dass man den Rest gleich gut sehen kann, beziehungsweise das Fadenkreuz. Ich mache die noch ein bisschen höher, damit das Gitternetz nicht mehr zu sehen ist. Das stört jetzt nur. Eine weitere Plane einfügen. Die ist jetzt erstmal da drunter, dann zieht ihr die ein bisschen hoch. Das ist die neue Plane. Da kommt das Fadenkreuz drauf. Auf dieser Plane auch erstmal ein Material vergeben. Dann eine neue Textur drauf. Und zwar die Textur von eurem Fadenkreuz. Das habe ich hier schon mal irgendwo vorbereitet. Da ist es. Dann auf UV gehen. Jetzt werden wir das nämlich passend ausrichten. Die UV-Textur hier einmal auf Crosshair umstellen. Einmal mit Tab in den Bearbeitungsmodus und unwrappen. Das war es eigentlich schon. Jetzt können wir unser Fadenkreuz grundsätzlich sehen. Das ist bei mir ein PNG. Der Hintergrund, den schwarzen, den wollen wir jetzt nicht mehr sehen. Deswegen in den Materialeinstellungen einmal Transparenz aktivieren. Den Alpha-Wert auf 0. Dann in der Textureinstellung Alpha wieder anhaken und wir schauen einmal in der Game Engine, das sieht gut aus. Unser Fadenkreuz ist da. Dem geben wir jetzt auch schon mal den Namen Crosshair für Fadenkreuz. Die Plane unten drunter werden wir jetzt ausrichten. Oder nee, wir sagen erstmal, die soll invisible sein. Die braucht man nämlich später nicht mehr sehen. Im Spiel. Wir wollen ja unsere Szene sehen, das soll ja nicht darüber liegen. In die Plane müssen wir jetzt mit der Game Logic etwas einbauen. Auch wieder in der Game Logic zu Crosshair wechseln. Da ist ja unser Fadenkreuz in die Kameraperspektive ruhig direkt rein. Und zwar brauchen wir hier zwei Maussensoren. Einmal, zweimal und die sollen ein Python-Skript anstoßen. Den einen nennen wir Over, den anderen nennen wir Move. Bei Over macht ihr Mouse-Over, bei Move macht ihr Movement. Jetzt brauchen wir ein neues Skript. Ich nenne es mal Crosshair. Hatten wir heute noch nicht so oft. Fügen das Skript ein. Ich erkläre das gleich kurz. Und hier schon mal verbinden. Kurzer Test, funktioniert noch nicht. Schauen wir uns gleich genauer an. Mal gucken, die Kameraeinstellung, hatten wir die schon auf Orthographic? Ne, hatten wir noch nicht. Genau das war es nämlich. Jetzt funktioniert es schon mal. Wichtig ist, ihr habt gerade gesehen, das Crosshair, das zuckt jetzt ziemlich stark und rutscht wie auf so einem Raster immer nur zur Seite. Das liegt daran, dass der Mauszeiger ja auf dem Crosshair liegt und erst wenn die Maus wieder die Plane trifft, rutscht das Crosshair ein Stück weiter. Deswegen muss das Crosshair eingestellt werden auf No Kollision. Im Ergebnis seht ihr, jetzt bewegt sich das auch flüssig, weil das nicht mehr auf die Kollision reagiert, sondern die Maus direkt auf die Plane zeigt, durch die Plane vom Fadenkreuz hindurch quasi. So, zum Skript. Das Skript funktioniert folgendermaßen. Wir stoßen das ja über die Sensoren Over und Move an, also beim Mouse Over, der Plane oder Movement auf der Plane wird das Skript angestoßen.
Die Sensoren Move und Over schreiben wir in die Variablen Over und Move rein. Wenn Over positiv ist und Move positiv ist, und das ist es ja nur, wenn die Maus auf der Plane bewegt wird, was eigentlich immer der Fall ist, weil man ja die komplette Szene hier mit der Plane belegt hat, dann wird das Objekt Crosshair, das ist ja unsere Plane mit dem Fadenkreuz drauf, die Position wird verschoben auf die Over-Hit-Position. Das hier, muss ich gerade mal schauen, ist noch ein überflüssiger Teil, der kann weg. Müsste jetzt auch noch genauso funktionieren. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit man das wieder sehen kann. Ja, wegen dem Hintergrund sieht man es jetzt nicht so gut, aber es funktioniert. Das Skript ist also sozusagen so schon fertig. Genau das Skript findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das runterladen. Jetzt wechseln wir wieder in die normale Game-Szene. Da haben wir ja noch kein Fadenkreuz. Genau das müssen wir jetzt auch noch auflösen. Ich schiebe das hier mal ein bisschen zur Seite, damit wir hier eine bessere Sicht bekommen. Das kann man in irgendein Objekt hier einbauen. Ich nehme jetzt einfach den Fußboden, ist ja auch nicht viel anderes da. Ne, wir nehmen die Kamera, klar. Die Kamera einmal auswählen. Ich kriege die jetzt gar nicht. Warum auch immer. Wo ist denn wohl die Kamera abgeblieben? Muss ja irgendwo hier in der Gegend herumschweben. Verdammte Tat, ich habe die ausgeblendet. Mit Hide, Alt H, holt die Kamera wieder zurück. Und in die Kamera bauen wir jetzt ein Always Scene Add Overlay Scene Crosshair. Und jetzt wieder in den Kameramodus zurück. Und beim Starten seht ihr, hier ist unser Zielfernrohr und wir können das mit der Maus bewegen. Ja, ich hoffe, das reicht euch so. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Und ansonsten viel Spaß beim Nachbauen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Ciao.